Kann ich hier rein und den Gegner respawnen? Oh ja, sehr schön. Weil, also was passieren wird... ist halt, dass ich alles farmen will. Also ich werde halt sämtliche Sachen leveln wollen. So. Ich werde alle Quests machen wollen. Es wird super anstrengend, aber ich habe Bock drauf. Ist das Bravado-Ding jetzt schon durch? Nee, noch nicht ganz. Dafür sind auch Incremental Games da, 100% IDs. Ja, mal gucken. Oh Gott, so viele Quests. Stampfe Gegner platt. Ja, können wir stampfen schon? Ich muss auf jeden Fall noch zwei Gegner mit Bravado machen. Ich kann die Sterntür vor dem Dungeon öffnen? Ja, ich weiß. Will ich aber noch nicht. Ah, stampfen kann ich mit X, okay. Und wir sind aufgelevelt und haben dadurch voll viele Hitpoints, okay. Ich stampf mal ein bisschen. Okay, es dauert mir einfach zu lange. Mit einem Gegner auf wenig Hitpoints kommen, dauert einfach zu lang. Oh. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen. Nice. So, die Quest abgeschlossen. Gute Sache. Das wird schon einfach auch, also die Quests werden wahrscheinlich nie enden, bis wir irgendwie eine Klasse gemaxt haben, ne? Wobei ich halt auch keine Ahnung habe, was Max-Level ist. Benutze Knabbern? Ja, nee. Ist ganz nice, dass wir mit dem Schwert so einen leichten... wie heißt denn das? Oh wow. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, Bench. Sammel alles ein. Dafür sind die Dinger da. Dass wir so einen leichten Rückstoß damit haben. Knockback, danke. Das war das Wort, was ich eigentlich suchte. Rang S ist in den meisten Spielen Max. Ja, das stimmt wohl. Mal gucken, wie lange das hier dauert. Achso, muss ich gar nicht hier machen? Kann ich hier machen? Schwerthieb auf drei Gegner gleichzeitig aus, okay. Und stampfe Gegner platt. Ja, ich weiß, dass ich da raus kann. Tipps nerven gerade ein bisschen. Also ich kann die später mit Sicherheit noch gebrauchen, aber gerade sind sie ein bisschen anstrengend. Also es würde halt völlig reichen, wenn sie einmal kommen.
muss sagen, mit dem Ritter geht das irgendwie deutlich angenehmer als mit der Ratte gerade. Yay, und Level Up. Und wir haben das Pferd freigeschaltet. Auch dafür ist es einfach, glaube ich, ganz sinnvoll, am Anfang zu farmen, oder? Einfach, um ein paar Sachen freizuschalten. Zurückstoßen verursacht Aufprallschaden. Gegner erleiden stumpfen Schaden, wenn sie gegen Wände oder andere oder gegeneinander geschubst werden. Blub. Markenzeichentreffer bringen plus 4 zusätzliches Mana, wenn du sie benutzt, um Gegenstände zu zerstören. Okay. Ja, ich würde nochmal Gegner platt stampfen. Die Ratte hat halt Gifteffekt und kann durch Löcher kriechen. Ja, der Gifteffekt ist aber halt gar nicht so strong. Am Anfang zumindest nicht. Also kann sein, dass sich das ändert. Aber ja, also allein für die Bewegung ist es halt wichtig. Die Ratte ist grundsätzlich, glaube ich, auch einfach schneller. Der Knight hat auch einfach mehr Reichweite. So, was haben wir jetzt noch als Quest? Stampfe mehr Gegner platt. Ja, bei Gelegenheit, nicht jetzt. Dann lass doch. Warum ist da ein Ausrufezeichen drüber? Achso, weil wir das erledigen können wahrscheinlich. Ei. Wenn wir die Ratte auf B aufwerten, können wir uns in ein Ei verwandeln. Es kommt hier noch Schnecke, Bodybuilder, Zauberer, Mönch, Schildkröte. Okay, da kommt einiges. Ich wollte gerade jetzt nochmal versuchen, ein bisschen mit dem Ranger rumzueiern. Ranger ist halt gegen einzelne Gegner ganz nice. Gegen Gruppen eher scheiße, weil man halt wirklich nur Single-Target-Damage macht. Es sei denn, die Pfeile piercen nicht nur bei Gegenständen, sondern auch bei Gegnern. Na, das ist jetzt wieder der Bereich, den will ich, glaube ich. Unbedingt. Ja, dann leveln wir den Ranger woanders. Aber dann lass uns mal kurz die Ratte nehmen. Die Reichweite vom Ranger ist etwas schlechter. Ich glaube, das geht tatsächlich. Also es ist schon so ein halber Screen. Ja, so ein. Also es kommt halt drauf an. Also wenn ich sehr kurz gedrückt halte, ist es halt wenig. Ich kann aber auch aufladen, dann kann ich halt schon über den ganzen Screen schießen. Das geht. So, aber Ratte leveln wollte ich. Achso, der Bosskampf kommt jetzt auch gar nicht mehr. Na gut. Oh, die werden mir wieder abgezogen, die Sterne? Okay. Interessant. Ob ich in den Eimer wirklich beißen wollte, weiß ich nicht. Aber okay. Was haben wir hier? Ich muss mir mal abgewöhnen, dass ich das da gar nicht drücken muss. Okay, plündern, auslösen und zum Fressen gern. Ja, alles klar. Und was trinken vor allem. Was mir gerade so auffällt. Weiß nicht, ob es nötig ist. Macht
macht das automatisch? Scheint so. Ah ja, unten links. Also das seht ihr nicht, aber ich nehme mal kurz die Cam weg. Ist dann auch das kleine Speichersymbol. Okay. Gut, also reicht es, in die Nähe zu laufen. Was möchte das Ding denn eigentlich von mir? Verlasse die Stadt, suche nach Hinweisen, was dort vor sich geht. Obwohl ich gerade einen Eimer voll Cornflakes lese. Jetzt so eine Schale Cornflakes wäre halt schon geil. Nicht, dass ich Hunger hätte, aber Appetit schon. Lustig wäre es jetzt. Also A ist alles respawned. Wir können uns auf jeden Fall in einen Ranger verwandeln. Das ist nämlich genau das, was die Wachen erwarten. Lustig wäre es, wenn die... Okay, die Charaktere reagieren nicht anders. Ich hätte jetzt mich gefreut, wenn sie sagt, eine Ratte! Oder sowas. Da ist immer noch keine Hose, was? Schon in Ordnung, mach du dein Ding. Okay, das ist ganz nett. Legit noch keine Ahnung, wozu wir das Geld brauchen, aber wir haben schon fast 1000. Okay, kein neuer Text von dir. Ist hier noch irgendwas zum Zerstören? Ein bisschen. Ich würde schon ganz gerne auch einfach die 1000 voll machen, aber ich glaube, dafür haben wir nicht mehr genug Objekte hier, oder? Da ist noch eine Blume. Da unten, maybe. Hey, 990 EDs. Ja, wobei, wir können hier nochmal reinlaufen. Ha. There we go. Okay, hier kann man theoretisch dann auch... Ich weiß gar nicht, wir können vermutlich wieder in... Ja doch, wir könnten vermutlich wieder in den Dungeon gehen und wieder hierher kommen und schon... Theoretisch einfach hochfarmen, ne? Also wenn wirklich gewollt. So, dann brauchen wir einen Ranger. Wir erwarten einen Ranger, der uns eine Nachricht überbringen soll. Ich nehme an, du bist dieser Ranger? Kannst du Randy eine wichtige Nachricht überbringen? Er ist erst vor kurzem übereilt abgereist, um die Burg im Norden zu erkunden. Die Nachricht lautet: Uns ist die Bergziegenmilch für euren Kaffee ausgegangen. Dürfen wir stattdessen normale Ziegenmilch verwenden? Hauptfeldwebel der Wache. Wow. Hör mal, kannst du nicht später nerven? Wir machen gerade Pause. Wenn wir jetzt keine Pause machen, können wir unsere Arbeit nicht mit maximaler Effizienz erledigen. Okay, das war's scheinbar ein Text. Ja. Einmal speichern. Der Königsforst. Halte RT gedrückt, um deine Richtung fest einzustellen. Oh, okay. Ah, okay. Ja, cool. Das hat mir vorhin so ein klein bisschen gefehlt. Ist halt mit dem Bogenschützen ein bisschen wack, dass er halt einfach nur in vier Richtungen schießen kann. Hey Kumpel, ich hab tolle Sachen. Ruckzuck, dein Mana ist gerade etwas gestiegen. Es gibt eine Menge anderer Feen wie mich auf der ganzen Welt. Versuche einfach, uns alle zu finden. Ich finde ihn super großartig. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel so sehr, ne? Ja, ich habe nicht mal eine Stunde gespielt, aber ich finde es bislang super großartig. Ich mag den Artstyle echt sehr gern, muss ich sagen.
Na, okay. Au. Ganze 4 Mana mehr. Hey, es sind immerhin 4%. Mit den Schmetterlingen irgendwas machen? Nein. Was haben wir denn eigentlich als Aufgaben für Ranger? Finde 5 Mana-Feen, vergifte Gegner. Okay. Ah, um Gegner mit voll aufgeladenen Pfeilen zu treffen. Alles klar. Gleich noch ein bisschen was. Shit. Okay. Nicht? Okay, ich dachte, die kleinen Bäume könnte ich vielleicht kaputt machen. Heißer Hundehaufen, die Anzeige dieses Fluximeters macht mich ein wenig perplex. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Wenn das Desaster stark genug wird, kann es alles und jeden infizieren. Das wird das Ende. Du meine Güte, wie lange stehst du denn da schon rum? Ich bin die Hexe Octavia und das hier ist die Mumie. Wir erforschen das Desaster im Felde. Und du? Oh, mein Fluximeter erfasst Spuren des Desasters an dir. Bist du ein Kämpfer? Oder was bist du? Moment mal, sag bloß nicht, du gehörst zu dieser trüben Tasse. Hm? Ja, Randy, gehörst du zu Randy? Tausendfach nein. Okay, prima. Ah, der Kerl ist wirklich das Allerletzte. Meine Werte zeigen an, dass Monster den Juwelensplitter bewachen. Der Juwel wurde in grauer Vorzeit benutzt, um das Desaster zu verbannen. Wenn das Desaster wieder zurückgekehrt ist, werden Nostramagus und die Zauberer dieser Welt diese Splitter brauchen. Vielleicht kannst du ja behilflich sein. In der Burg ist auf jeden Fall einer der Splitter. Ich calle jetzt schon mal, dass Randy der Böse ist oder wird. Du hast eine blaue Münze mit Pfeil gefunden. Ich weiß, aber eine allein bringt mir nichts. Die Schreckensburg. Stern kosten 15. Na, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ich? Ich hole den auf gar keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich. Also, fühlst du dich der Aufgabe gewachsen? Guess so. Nee. Es wäre ganz gut, wenn man irgendwie auf einen Tastendruck irgendwie nochmal. Oh, ich habe Quick Switch auf dem Button. Das ist voll gut zu wissen. Oh, das ist richtig angenehm. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte ist, es wäre voll gut, dass wenn man in eine Richtung zielt und halt A zum Aufladen gedrückt hält, man irgendwie nochmal mit irgendwie einem Knopfdruck um 90 Grad rotieren könnte. Das wäre halt richtig tutti. Also prinzipiell kann man den Pfeil sonst auch einfach ins Leere schießen, das ist schon okay. Okay, ich calle jetzt schon. Warte mal, was kriegen wir denn? Schnecke, Bodybuilder, Ei, Pferd, Zauberer. Okay, das Pferd kann nicht durchs Wasser. Ich mag das Pferd ein bisschen. Es ist halt super weird, dass wir nur nach hinten angreifen. Das Pferd ist halt richtig schnell.
Aber das Pferd ist damit auch perfekt für Hit and Run tatsächlich. Look at my horse is amazing. Give it a lick. Oh, it tastes just like raisins. Have a stroke on its mane and turns into a plane and then it turns back again when you tug on its winky. Ja. Entschuldigung. Es gibt Sachen, die müssen einfach sein. Die Gegner nerven ein bisschen, will ich ganz ehrlich sagen. Ooh, that's dirty. Do you think so? Well, I better not show you where the lemonade is made. Sweet lemonade, lemonade, sweet lemonade, yeah, sweet lemonade. Get on my horse, I'll show you around the universe and all the other places too. I think you'll find that the universe pretty much covers everything. Shut up, woman, get on my horse. So, dann haben wir es wenigstens ganz gemacht. Ich mag die Metal-Version davon. Ah, come on. Ich kann My Horse is Amazing nicht auf der Uke. Also, ich habe es tatsächlich mal versucht, aber es hat ultra die komplizierten Akkorde. Sorry, steht auch nicht auf der Liste. Also entweder kannst du dir gerne einen anderen Song aussuchen oder ich refunde dir die Punkte. Kein Thema. Dann ob du. Alles klar, machen wir gleich. Was ist denn das eigentlich für ein Sprechen? Au! Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Sprechen der Müllberg, aber... Hab dich schon öfters gesehen mit deinen vollen Taschen, mein Freund. Ich bin ein Pferd, ich habe keine Taschen. Du bist ein interessantes Wesen, ja? Du bist etwas bizarr. Reich und bizarr. Ich bin sicher, dass wir ein passendes Plätzchen für dieses ganze Gold finden. Man nennt mich einfach nur Verkäufer. Aber wenn du genug kaufst, darfst du mich von mir aus Hasi Baby nennen. Ja, nee, bitte nicht. Sternladung. Eine Sternladung wird benutzt, um die Türen eines legendären Dungeons zu öffnen. Okay. Besser körperliche Angriffe, verstärkt die Wirkung deiner körperlichen Angriffe. Like, permanent? Ich mag, wie das Pferd oben rechts in dem Avatarbild einfach mit einem Ohr zuckt. Okay, Death Bonus. Magischer Angriff, verstärkt die Wirkung deiner magischen Angriffe. Endloser Quest, erledige Gegner. Sobald du ihn einmal gekauft hast, gehört dieser Quest dir. Erledige ihn immer und immer wieder für endlose EP. Das klingt ziemlich super. Verbesserungsmünzbeutel. Ein Beutel mit 5 Verbesserungsmünzen. Achso, das sind die blauen, I guess. Bessere Magieverteidigung. Oh, okay. Also es gibt tatsächlich auch 2 verschiedene Schadensarten, I see. Die 6% unten ist wahrscheinlich unsere Crit-Chance, nehme ich an, ne? Ich würde auf jeden Fall die endlose Quest mitnehmen. Und dann vielleicht noch Schadensbonus. Ich denke, das geht. Schnellreiseportal. Ah, nice. Ah, und hier sieht man auch überall, wo Speicherpunkte und Kisten sind. Das ist nice. Vorrat 15 ist, glaube ich, dass es ein Verbrauchsgegenstand ist. Ich glaube tatsächlich, dass du das einfach so oft beim Händler kaufen kannst, also halt maximal 15 Mal. Zumindest bei dem Händler. Kann sein, dass das bei anderen Händlern anders ist. Kann aber auch sein, dass das weltübergreifend ist. Ach so, hatte ich ganz vergessen. Durch den Kauf hast du automatisch zugestimmt, dass wir deine persönlichen Daten an Dritte verhökern dürfen. Alles klar, danke und tschüss. Ich dachte, er löst sich jetzt wenigstens in Luft auf.
Was haben wir denn eigentlich für Pferdequests? Nein, falsche Taste. Nee. Besiege Gegner mit Zurückstoßen. Finde Mana. Achso, ja, gut. Der Rest ist ja anderes. Dafür bist denn du. Solche Monster habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe bloß, Nostramagus kommt bald. Aber wenn nicht, werden meine Häschen mich beschützen. Ist das so? Nee, ich will nicht mit dir reden. Digga, ich will deinen Stuhl kaputt machen. Okay. Er steht da einfach zu ungünstig. Ich kann da nicht angreifen. Du bist nicht von hier, oder? Du solltest dir auf jeden Fall mal die Pferdeminen in Nordosten ansehen. Pferdeminen? Werden da Pferde abgebaut? Da gibt es Pferde. Und das ist eine Mine. Was du nicht sagst. Suchst du immer noch nach Sehenswürdigkeiten? Nun ja, im Westen haben wir den Büßerturm, aber den würde ich nicht empfehlen. Es sei denn, du willst für irgendwas Buße tun. Okay, ich glaube, die haben alle legit maximal 2 Texte. Ich lass mal gerade ausprobieren, ob es was bringt, die irgendwie so 8-mal anzusprechen oder so. Gucken, ob dann irgendwann was Neues kommt. So Warcraft 3 mäßig. Sieht aber nicht danach aus. Na. Okay. Round Tables. Da ist eine Mana-Fee. Aber da komme ich noch nicht hin. Komme ich... Die Frage ist, wenn ich die jetzt einmal gesehen habe, wird mir die... Ah, okay, die wird mir auf der Map angezeigt. Das ist ziemlich super. Beschaffe einen Juwelensplitter aus der Schreckensburg. Ich wollte gerade... Oh Gott, auf welchem Button war das hier, ne? Nur mal gucken, was passiert, wenn ich... Passiert nichts. Kann ich die Mana-Fee abschießen? Nope. An der Tür hängt ein Schild. Die Rittergilde ist auf der Drachenjagd. Hinterlasse eine Nachricht, indem ihr sie in die Tür schnitzt. Oder kommt später nochmal wieder. Großartig. Okay. Wer seid denn ihr? Randy ist eine echte Inspiration. Eines Tages möchte ich auch ein Held sein, so wie er. Weiß ich ja nicht. Randy, der Respektierliche, war hier. Das ist einfach eine Wucht, oder? Er hat mit dem König geredet wegen dieser Monster. Okay, du hast legit nur einen Text. Du auch. Okay. Ich mach mal euren Stuhl kaputt, ne? Und euren Tisch. Und eure Pflanze. Mein merkwürdig aussehender Untertan. Schreckliche Monster haben mein Zuhause überrannt. Was ist ein König denn bloß ohne sein Schloss? Bloß ein feingekleideter Nichtstuer. Würdest du mir bitte helfen? Ich würde es dir so oder so befehlen. Ich gehe mal davon aus, du weißt, wie Sternentüren funktionieren? Ja, so in etwa. Tja, ich auch nicht. Aber Randy hat mir erzählt, dass man Sterne verdienen kann, wenn man Dungeons erforscht und Quests abschließt. Ich werde die nächstgelegenen Dungeons jetzt mal auf deiner Landkarte markieren. Der Büßerturm. Die Pferdeminen. Okay. Das Abenteuer erwartet dich. Wir sind nicht amused. Geh, mein getreuer Untertan, und überbringe diesen Monstern den königlichen Gruß. Einen Tritt vor den Schädel. Alright, das ist doch, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um... Wow, wir sind voll weit rausgezoomt. Das ist ein ganz guter Punkt, um uns die Burg gerade nochmal... Ah, wir zoomen weiter ran, okay. Ich würde mir trotzdem... Die Burg sieht voll eklig aus. Entschuldigung, Sire, eure Burg eitert.
Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Fett. Poison Onion, vielen, vielen Dank für 11 Monate Sub. Dankeschön, das sind auch schon fast 4 Jahre. Dankeschön. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, das ist ein ganz guter Punkt, um mal kurz Pause zu machen. Von daher sage ich mal, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.